Hallo liebe Gruselfreunde, ich freue mich ganz besonders, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Es ist kein Zufall, dass ich die neue Folge genau heute online stelle, denn die Scary Tales feiern heute Geburtstag und werden ein Jahr alt. Nehmen wir uns einen Moment Zeit und blicken auf die letzten 12 Monate zurück. Vor genau einem Jahr habe ich die erste Folge mit nur 3 Geschichten auf diesem Kanal hochgeladen und jeder, den es interessiert, kann sie sich seither ansehen. Ich glaube, man merkt mir meine anfängliche Unsicherheit an, doch seither ist so unglaublich viel passiert. Die ersten paar Folgen liefen noch recht bescheiden an. Jeder neue Aufruf, jeder neue Abonnent war für mich ein Grund zur Freude, so wie auch heute noch. Es gab auch erste Kommentare, die durchweg positiv ausfielen, was mich natürlich überaus motivierte und in meinem Bestreben immer weiter vorantrieb. Was als kleines Hobbyprojekt begann, wurde allmählich zu etwas viel Größerem. Und spätestens seit den gruseligen Krankenhausgeschichten hat sich etwas verändert. Der Zulauf wurde so enorm, wie ich es nie erwartet hätte. Ich verwende inzwischen immer mehr Technik und bin immer auf der Suche nach neuen Effekten, besseren Untermalungen und anspruchsvollerem Material, um die Scary Tales noch unterhaltsamer zu gestalten. Und die Mühen lohnen sich, wie ihr mir immer wieder beweist. Zugegeben, die Scary Tales sind vielleicht nicht der erfolgreichste Kanal in diesem Genre und wir haben weder die meisten Aufrufe noch Abonnenten, aber wir werden immer größer. Und meine treuen Zuhörer sind wohl die besten, die man auf YouTube finden kann. Darum feiern wir heute. Und zwar über 200 Abonnenten, annähernd 12.000 Gesamtaufrufe, 15 Folgen und ein ganzes Jahr Scary Tales. Betrachtet man die Scary Tales als ein Kind, haben wir wohl gerade laufen gelernt. Und ein langer Weg und viele spannende Abenteuer liegen noch vor uns. Gehen wir gemeinsam die ersten Schritte auf diesem Weg mit den gruseligen, wahren Geburtstagsgeschichten. Los geht die Party! Es passierte am 21. Geburtstag meines Freundes. Wir schmissen für ihn eine Riesenparty mit viel Alkohol. Da waren eine Menge Leute, die ich nicht kannte. Im Haus herrschte das reine Chaos. Es waren vielleicht 100 Gäste, aber selbst in diesem Durcheinander stach eine dubiose Gestalt heraus. Es war ein älterer Mann, der nur in der Zimmerecke saß und die anderen beim Trinken und Tanzen beobachtete. Zuerst dachte ich mir nichts dabei. Ich vermutete, er war jemandes Vater oder Onkel oder so. Aber als die Nacht voranschritt und die Hälfte der Gäste schon gegangen war, war der Mann immer noch da, saß immer noch in der Zimmerecke. Da fragte ich einen meiner Freunde, ob er wüsste, wer dieser Kerl war, und er sagte, er hätte keine Ahnung. Wir beschlossen uns zu warten, bis die meisten Gäste gegangen waren. Vielleicht ging er auch. Und als der letzte Gast weg war, gingen wir ins Wohnzimmer. Und er war ebenfalls verschwunden. Ich fühlte mich sofort erleichtert, dabei war es nicht einmal mein Haus. Der Mann hatte so neben der Spur gewirkt, dass er regelrecht unheimlich gewesen war. Ich und ein paar andere Freunde übernachteten an diesem Abend dort. Ich schlief auf der Couch im Arbeitszimmer. Einzuschlafen war leicht, mit all dem Alkohol in meinen Adern, aber durchzuschlafen war ein Problem.
Ich wachte mitten in der Nacht auf, hatte schrecklichen Durst und musste ins Badezimmer. Ich ging zuerst ins Bad, weil es näher lag, und dann in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen. Als ich wieder ins Arbeitszimmer ging und mich auf die Couch legte, stellte ich fest, dass die Schiebetür des großen Kleiderschrankes gegenüber der Couch ein kleines Stück aufgeschoben war. Es war zu dunkel, um etwas darin sehen zu können. Ich spürte einen kalten Schauer meinen Nacken hinunterlaufen, als ich mich an den unheimlichen Mann in der Ecke erinnerte. Sofort entstand vor meinem inneren Auge ein Bild, wie der Mann dort im Schrank hockte. Ich lag weiter still da, in der Annahme, er könne mich durch den offenen Spalt der Schranktür beobachten. Ich fing an, meine Flucht zu planen. Ich konnte über die Couch springen und die Treppe hoch ins Wohnzimmer rennen, aber ich brachte nicht den Mut auf, es zu tun. Dann sah ich, wie die Schranktür ein Stück weiter aufrutschte, und plötzlich fand ich den Mut, loszurennen. Ich sprang über die Couch und rannte ins Wohnzimmer hinauf. Ich hörte, wie die Schranktür aufgeschoben wurde und jemand hinter mir herrannte. Ich schrie meinen Freunden auf den Sofas zu, sie sollten aufwachen. Meine Freunde, die im Wohnzimmer schliefen, sahen mich an, als wäre ich verrückt. Ich wusste, dass ich keinen großen Vorsprung gehabt hatte, also blieb ich an der Treppe und wartete. Niemand kam herauf. Meine Freunde erwarteten eine Erklärung, darum sagte ich ihnen, dass der unheimliche Kerl von vorher sich im Schrank versteckt hatte. Er hatte mich fast die Treppe hochverfolgt. Genau in diesem Moment hörten wir, wie die Hintertür im Arbeitszimmer geöffnet wurde, und sahen uns an. Wir riefen die Polizei, doch der Mann wurde nie gefunden. Er war einfach durch die Hintertür abgehauen. Es war mein zweiter Geburtstag und meine Mutter und meine Großmutter waren mit mir zu einem Kinderfotografen in einem Einkaufszentrum in Charleston, West Virginia gefahren, um dort ein paar professionelle Fotos machen zu lassen. Meine Großmutter lebte in einer kleinen Stadt, 50 Meilen entfernt, und kam nicht sehr oft zu Besuch. Darum dachte meine Mutter, ihr ein paar Fotos zur Erinnerung zu schenken. Sie brachten mich in den Fotoladen und sprachen mit dem Fotografen über die Motive. Meine Mutter musste los zur Arbeit und ließ mich bei meiner Großmutter und dem Kameramann. Der Mann gab meiner Großmutter Anweisungen, welche Haltung ich einnehmen und wie ich in die Kamera schauen sollte, machte Dutzende und Aberdutzende Fotos, bestimmt im Gegenwert von $400. Nach etwa anderthalb Stunden sagte der Mann zu meiner Großmutter, ich solle mit ihm in den hinteren Teil des Ladens und in einen abgetrennten Raum gehen. Er sagte ihr nicht, wozu das notwendig war, und seine verborgenen Absichten ließen sie wachsam werden. Sie sagte zu dem Mann, dass ich nicht von ihrer Seite weichen würde und dass die Sitzung vorüber sei. Sie nahm mich an die Hand, huschte an dem Mann vorbei, rief meine Mutter an und erklärte ihr, was soeben geschehen war. Das verstört mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. Das Ganze machte einen sehr geplanten Eindruck und ich will mir gar nicht vorstellen, bei wie vielen anderen kleinen Kindern er dasselbe versucht hatte. Vielleicht sogar mit Erfolg. Liebe Eltern, achtet bitte sehr sorgsam darauf, wem ihr eure Kinder überlasst. Zuerst sollte ich wohl am allerwichtigsten erwähnen, dass ich und meine Mutter hellhäutig sind, aber mein Stiefvater ist Latino, darum ist meine kleine Halbschwester halb weiß und halb Latino. Aus diesem Grund wuchs ich auch teilweise spanischsprachig auf. Ich war damals 12 oder 13 und meine Schwester muss etwa 10 gewesen sein, als sie einmal zu einer Geburtstagsparty einer Schulfreundin eingeladen wurde, die ebenfalls Latino war. Meine Mutter sagte mir, ich sollte mit ihr zusammen zu der Party gehen und bei ihr bleiben, bis sie vorbei war.
Die Party war nur 4 Häuser entfernt von uns, also stimmte ich zu, sie dorthin zu begleiten und erhob keine Einwände. Außerdem bedeutete das gratis Kuchen. Während sich meine Schwester mit ihren Freundinnen beschäftigte, gesellte ich mich zu ein paar älteren Teenagern und kümmerte mich um meinen eigenen Kram, als ich eine Gruppe Jungs von der Seite den Namen meiner Schwester und ihre ältere Schwester auf Spanisch sagen hörte, was sich natürlich auf mich bezog. Das erweckte meine Aufmerksamkeit und ich fing an, sie zu belauschen. Es waren ein paar Jungs etwa Mitte 20 und ich fand es merkwürdig, dass sie den Namen meiner Schwester kannten und dass wir zusammengehörten, zumal wir die meiste Zeit während der Party kaum miteinander zu tun gehabt hatten. Und ich kannte sie auch gar nicht. Sie sprachen außerdem über mein Haar und meine Hautfarbe. Und jemand sagte immer noch auf Spanisch etwas sehr Unflätiges, das ich hier nicht wiedergeben möchte. Und die anderen lachten und fanden es wohl sehr lustig. Ich schnappte mir meine Schwester und verließ mit ihr sofort die Party. Als wir auf dem Weg zum Gartentor an dieser Gruppe vorbeikamen, murmelte ich, ihr seid widerwärtig auf Spanisch. Und die Jungs wirkten total überrascht. Doch der, der den abscheulichen Kommentar gemacht hatte, sah mich nur anzüglich an. Sobald wir zu Hause waren, erzählte ich meinem Stiefvater, was vorgefallen war. Er ging mit mir zu der Party zurück und bat mich, ihm diese Jungs zu zeigen. Als sie mich mit meinem Stiefvater entdeckten, der ein ziemlich großer und imposanter Mann war, machten sie sich aus dem Staub. Wir fragten den Gastgeber der Party, wer sie gewesen waren, aber niemand schien es zu wissen. Sie nahmen an, es wären Freunde ihres älteren Sohnes gewesen, der damals 20 war. Aber der kannte sie auch nicht. Das ist vielleicht das Unheimlichste daran. Nicht nur, dass sie den Namen meiner Schwester kannten, sondern dass sie auf der Geburtstagsparty eines kleinen Mädchens auftauchten und niemand sie bemerkt hatte oder wusste, wer sie waren. Meine Freundin und ich gingen zu einer Party ein paar Stunden außerhalb der Stadt. Wir blieben daher im Ferienhaus ihrer Eltern, eine Stunde weit von der Party entfernt. Wir kamen am Nachmittag dort an und es war Winter in dem Ferienort, also war die Gegend menschenleer. Auf der Straße fuhren keine anderen Autos. Als wir zur Party aufbrachen, nahm ich mir die Zeit, doppelt abzuschließen. Ich hatte einige Probleme gehabt, die Tür bei unserer Ankunft aufzukriegen. Ich wollte nicht ausgesperrt sein, wenn wir zurückkamen. Ich schloss dennoch zur Sicherheit ab. Die Party war toll. Wir kamen gegen 12:30 zurück und das Tor stand offen. Ich fühlte mich sofort unwohl, weil ich wusste, dass ich es zugemacht hatte. Aber es konnte auch vom Wind aufgestoßen worden sein. Aber ich wollte kein großes Aufsehen darum machen. Darum stellte ich mich unsicher, als meine Freundin fragte, ob ich es wirklich geschlossen hatte. Wir gingen rein und wollten uns einen Imbiss machen. Ich ging durchs Haus, als meine Freundin plötzlich aus der Küche in den Flur stürzte und mir in die Arme sprang. Sie meinte, sie hätte jemanden draußen herumlaufen hören. Wir versuchten uns zu beruhigen, aber es gab sonst keine Leute in der näheren Umgebung. Während der nächsten halben Stunde, die wir ängstlich im Flur standen, hörten wir immer wieder Schritte draußen und es rüttelte an der Hintertür. Wir entschlossen uns abzuhauen und machten uns bereit, zum Auto zu laufen. Als wir an der Haustür waren, gab es einen lauten Knall im Garten und ein Geräusch, als würden 1000 Vögel gleichzeitig aufschreien. Als wir zum Auto rannten, warfen wir unsere Sachen einfach hinein. Wir nahmen uns nicht einmal die Zeit, sie auf den Rücksitz zu legen. Als wir die Auffahrt hinunterfuhren, sahen wir jemanden an der Seite des Hauses vorbei und direkt auf uns zurennen. Wir rasten den gesamten Weg nach Hause und bekamen die ganze Nacht kein Auge mehr zu.
Es war etwa ein Jahr nach dem Tod eines Freundes meines Vaters, der nur ein Stück weiter die Straße runter gelebt hatte. Und seit seinem Dahinscheiden passierten ein paar seltsame Dinge in und in der Nähe unseres Hauses, sowie Geräusche von Schritten auf dem Flur, ein Gefühl, als ob da jemand draußen wäre, und merkwürdige Geräusche in der Nacht. Aber das seltsamste Ereignis passierte an meinem Geburtstag. Den ganzen Morgen über hatte ich mich ohne ersichtlichen Grund krank gefühlt, aber meine Freunde kamen trotzdem für eine Übernachtungsparty zu mir. Nichts Ungewöhnliches passierte weiter, bis die Nacht hereinbrach. Nachdem ich und meine 6 Freundinnen uns mit allerhand Zucker vollgestopft hatten, sah Sarah, eine meiner Freundinnen, etwas und flippte fast aus. Sie sagte, sie hätte etwas in der Umgebung des Zeltes bemerkt, in dem wir gerade saßen. Ich begann mich wieder etwas unwohl im Bauch zu fühlen, aber ich ging raus zu unserem Lagerfeuer, das mein Vater für uns gemacht hatte. Ich sah überhaupt nichts. Aber als ich zu dem einen unserer beiden Zelte zurückkehrte, erzählte uns Sarah, dass sie wirklich Angst hatte. Und auch ein paar meiner anderen Freunde hatten schon vor ihr etwas Ungewöhnliches wahrgenommen, hatten es aber nicht weiter beachtet. Also schlossen wir einen Pakt, dass niemand von uns allein und ohne Begleitung das Zelt verlassen durfte. Meine anderen Freundinnen Shannon und Katrina fanden das irrsinnig, aber sie schlossen sich uns anderen an. Wir machten uns gerade bereit, schlafen zu gehen, als sich das Zelt rätselhafterweise nicht zuziehen ließ. Darum drehten alle fast durch und rannten zu dem anderen Zelt, ließen Handys, Decken, Kissen und alles andere zurück. Wir hatten zu viel Angst, um wegen der Sachen noch einmal zurückzugehen. Ein anderes Problem tauchte auf, als das Fenster des Zeltes von selbst aufklappte. Aber ängstliche Hühner, wie wir waren, blieben wir einfach im Zelt sitzen. Aber ohne es zu wissen, sollte der unheimlichste Teil meines Geburtstags erst noch eintreten. Denn als ich mit weit aufgerissenen Augen aus dem Fenster starrte, sah ich die weiße, dunstige und durchsichtige Gestalt eines Mannes, der einen Schraubenzieher festhielt. Oder irgendetwas anderes. Der Mann huschte in Windeseile am Fenster vorbei. Weil meine Freundinnen schon verängstigt genug waren, erzählte ich niemandem etwas davon. Aber als wir meine Mutter hörten, die nach uns sehen wollte, rannten ich und 3 meiner Freundinnen ins Haus und die Treppe hoch in mein Zimmer. Am nächsten Morgen erzählte ich meinen Freundinnen doch noch, was ich gesehen hatte. Und sie alle glaubten mir, weil sie die Anwesenheit dieses Geistes ebenfalls gespürt hatten. Keine von ihnen kam je wieder zum Übernachten zu mir. Ich bin nur froh, dass wir nicht auch noch einen Horrorfilm gesehen hatten, bevor das alles passierte. Sonst wären wir wohl komplett ausgerastet. Nach meinem Geburtstag erzählte mir Emily, eine meiner anderen Freundinnen, während sie in meinem Zimmer geschlafen hatte, hatte sie schwere Schritte auf dem Flur gehört. "Ich bin nur froh, dass du die Tür zugemacht hattest", sagte sie. "Wenn ich diesen verdammten Geist in deinem Flur gesehen hätte, hätte ich wohl nie wieder schlafen können." Noch viele andere Dinge sind seit meinem Geburtstag passiert. Die Babyflasche meines Neffen fing an zu schweben. Lichter im Haus erloschen plötzlich. Vorhänge wurden im Dunkeln heruntergerissen. Und ich höre immer noch Schritte auf dem Flur. Und das ist nicht der einzige Geist, dem meine Familie begegnet ist. Als ich in der 5. Klasse war, geschah einmal etwas sehr Seltsames. Wir hatten eine Mitschülerin, die zu Beginn des neuen Schuljahres in eine andere Stadt gezogen war. Wir hatten sie sehr gemocht, darum vermissten wir sie sehr und fragten uns oft, wie es ihr wohl ging. Ihr Name war Sophie. Ich erinnere mich, dass es an einem Freitag im Januar war. Es war kalt und als wir aus der Schule kamen, war da diese Frau, die neben einem blauen Geländewagen stand und Geburtstagseinladungen verteilte. "Seid ihr in der 5. Klasse? Kommt zu Sophies Geburtstag",
Kennt ihr Sophie? Ich bin ihre Mutter. Kommt zu ihrer Party, steigt ein. Ich spähte ins Innere des Geländewagens, aber abgesehen von ein paar Ballons war er leer. Keine Sophie. Nur ein Mann auf dem Fahrersitz. Irgendetwas daran stank zum Himmel, darum gingen meine Freundin und ich wieder rein, um unseren Lehrer davon zu erzählen. Als die Frau uns mit einem Erwachsenen wieder herauskommen sah, sprang sie sofort in den Geländewagen und sie rasten davon. Die Polizei wurde gerufen, aber sie konnten Sophies Familie nicht erreichen. Nicht nur, dass sie jetzt in einem ganz anderen Staat lebte, es war nicht einmal ihr Geburtstag. Letzten Januar feierte ich meinen Geburtstag. Es verlief nicht so toll. Ich saß allein in meiner Wohnung und spielte Computerspiele, was bedeutete, dass ich bis spät in die Nacht aufblieb. Mir war so langweilig, weil meine Freunde nicht in der Stadt waren. Dann war es Mitternacht und ich so, hurra, happy birthday to me. Ich aß Pizza, trank Saft und war einfach nur in mich gekehrt. Und dann klingelte das Telefon. Ich dachte mir, es wären meine Freunde, die mir gratulieren wollten. Immerhin war es ja mein Geburtstag. Aber wer rief schon so spät in der Nacht an? Ich zögerte kurz, ging dann aber doch ran. Ich hörte ein Mädchen und einen Jungen miteinander reden, erkannte aber ihre Stimmen nicht. Ich fragte, wer sie waren und meinte, sie hätten vielleicht die falsche Nummer gewählt. Es klang danach, als würde das Mädchen dem Jungen das Telefon abnehmen und sie antwortete mir. Sie sagte zu mir, dass sie mich kannten und dass sie mich durchs Fenster beobachteten. Das Mädchen klang albern und sie kicherte. Ich dachte nur, was zum Teufel, denn ich gebe meine Nummer nie an Fremde weiter. Ich legte auf und spielte weiter Computerspiele. Nach ein paar Minuten klingelte das Telefon erneut. Ich ging wieder ran und sagte, sie sollten aufhören, mich zu verarschen. Danach stand ich vor meinem Schreibtisch auf und sah aus dem Fenster. Ich entdeckte niemanden. Ich benutzte sogar meine Handykamera, um am andere Gebäude heranzuzoomen, fand aber überhaupt nichts. Ich fing an zu glauben, es wäre ein Scherzanruf gewesen. Und dann klingelte es wieder. Ich nahm den Anruf an, sagte aber nichts. Am anderen Ende sprach auch niemand, als würden sie darauf warten, dass ich zuerst etwas sagte. Also fragte ich, was sie für ein Problem hatten. Das Mädchen sagte, dass sie draußen vor meiner Wohnung standen und darauf warteten, dass ich die Tür aufmachte. Jetzt bekam ich höllische Angst, weil ich nicht wusste, wer sie waren und was sie von mir wollten. Ich rannte zu meiner Wohnungstür und schloss ab und dann in die Küche, um ein Messer zu holen. Denn zum Teufel, warum nicht? Und dann hörte ich ein Klopfen an der Tür. Ich sprang auf, rannte ins Schlafzimmer und ließ den Computer laufen und das Wohnzimmerlicht eingeschaltet. Dort kauerte ich auf meinem Bett und wartete bis zum nächsten Morgen. Es war mein schlimmster Geburtstag aller Zeiten. Als ich 9 Jahre alt war, lebten wir in einem großen Haus mit 3 Schlafzimmern, das einen großen Garten und Vorgarten hatte. In den ersten paar Monaten nach unserem Einzug war daran nichts seltsam oder kam mir komisch vor. Während die Monate vergingen, spürte ich aber, dass irgendetwas nicht stimmte oder dass irgendetwas im Haus oder im direkten Umfeld vor sich ging. Ich hörte Schritte im Flur, obwohl da niemand war. Ich sah die Lichter im Badezimmer von selbst an- und ausgehen, obwohl niemand es benutzte. Der strombetriebene Ventilator lief, selbst dann, wenn er nicht mal eingesteckt war. Und die Fernsehkanäle wechselten rauf und runter, ohne jeden ersichtlichen Grund. In der Nacht, wenn wir alle schliefen,
wurde es noch schlimmer. Ich wachte einmal mitten in der Nacht auf und sah genau an meiner Zimmertür die Gestalt einer Frau, die langsam davon schwebte. Ich sah auch manchmal Schattengestalten, obwohl alle Lichter ausgeschaltet waren. Und einmal sah ich eine Frau, die einfach nur in unserem Garten stand und den vollen Mond anstarrte. Und schließlich, als ich wieder einmal nachts aufwachte, entdeckte ich eine Frau genau am Fuß meines Bettes, die zum Fenster hinausblickte. Ich vermutete, es sei meine Mutter und sagte: "Mom?" Die Frau wandte sich zu mir und lächelte einfach. Und dann sagte sie: "Happy Birthday." Ich war noch so vom Schlaf benebelt, dass ich einfach nur Danke sagte. Am nächsten Morgen fragte ich meine Mutter, ob sie in meinem Zimmer gewesen war und Happy Birthday zu mir gesagt hatte. Und sie sagte nein. Sie wäre weder an diesem Morgen noch in der Nacht zuvor in meinem Zimmer gewesen. Ich will gar nicht wissen, wer sonst in dieser Nacht in meinem Zimmer gewesen war. Wir zogen nach 3 Jahren aus. Doch die Familie, die nach uns dort einzog, berichtete von noch viel schlimmeren Erlebnissen, als wir sie gehabt hatten. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das waren für euch die gruseligen wahren Geburtstagsgeschichten. Vielen Dank, dass ihr diesen freudigen Anlass mit mir geteilt habt und seid gespannt, was uns im neuen Lebensjahr erwartet. Teilt mir gern weiterhin eure Meinungen und Anregungen mit und empfehlt mich auch weiterhin so fleißig weiter wie bisher. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und auf euch. Bis bald, liebe Gruselfreunde.